Schicke Felgen, greller Lack und ordentlich PS unter der Haube. Diese Zutaten lassen Tunerherzen höher schlagen. Auch Dennis Klöcker kommt regelmäßig zum Expo-Park, um sich mit den anderen auszutauschen. Dass die friedlichen Treffen unter Gleichgesinnten für Ärger sorgen, kann er teilweise nachvollziehen. Wir haben ein großes Problem, das sind die Poser. Das sind die Leute, die sich vielleicht der Szene zugehörig fühlen, aber eigentlich nur hierher kommen, um sich stark zu fühlen, allen zu zeigen, ich bin der Größte, ich habe das tollste Auto, das lauteste Auto, ich mache hier super tolle Rauchschwaden. Bis zu 600 Fahrzeuge sind es teilweise. Die Tuning-Szene trifft sich meist freitags auf dem Gelände in Hannover. Die Treffen der Autofreaks sorgen bei den Anliegerfirmen allerdings für Verärgerung. Die blockierten Parkplätze wirken sich negativ auf deren Umsatz aus. Wenn hier alles zugeparkt ist, kommen die Gäste an, vielleicht wollen essen gehen im Funky Kitchen, sagen geht nicht, fahren wieder weg. Das ist an der Stelle dann tatsächlich auch schon geschäftsschädigend. Mittlerweile werden die Tuner-Treffen auch von der Polizei beobachtet. Es hat Beschwerden wegen Lärmbelästigung gegeben. Auch anfallender Müll und fehlende Toiletten sorgen für Gesprächsbedarf. Beim Gespräch ist es natürlich vereinzelt nicht nur geblieben. Es ist dann auch konsequent geahndet worden, wo Verstöße vorlagen und festgestellt wurden. Das natürlich, das darf man nicht verschweigen. Aber grundsätzlich können wir zumindest berichten, dass wir ein relativ kooperatives Verhalten vorgefunden haben und dass das bis heute auch anhält. Die Tuner rund um Dennis Klöcker hatten bei der Messe AG angefragt, ob dort ein Treffen möglich wäre. Bislang ohne Erfolg. Die Tuner wären sogar bereit, eine entsprechende Parkgebühr zu zahlen. Wir sind bereit dafür, auch Geld in die Hand zu nehmen, in Form von 2, 3, 4, 5 Euro pro Fahrzeug, um da die Messe auch finanziell zu unterstützen, nenne ich es mal. Nächsten Freitag kommen die Tuner wohl wieder in den Expo-Park. Derzeit werden die Treffen geduldet, denn echte Alternativen gibt es keine.